So, hier geht es darum, der Vergaser einer Suzuki GSX 600FAJ, Baujahr 2002, wieder instand zu setzen. Und zwar habe ich hier ein Dichtungsset geholt, das sieht so aus. Also, so muss man es sehen. Und da sind halt, ist das Nadelventil, die Deckeldichtung und natürlich für alle anderen Sachen wie Hauptdüse und Gemischschraube auch. Und jetzt gucken wir erstmal, dass wir die Gemischschraube rauskriegen. Wir haben uns natürlich vorher gemerkt, um wie weit die rausgedreht war. In meinem Fall waren es zwei Umdrehungen. Und jetzt will die hier aber nicht raus. Alle anderen drei gingen super raus, die natürlich nicht. Naja, dann müssen wir mal den Vergaser kurz umdrehen. Na komm raus. Wo ist er jetzt? Da ist er. So. Kurz klopfen. Da ist er. Mal gucken, dass ihr auch was seht da in der Kamera. Genau. Und zwar fällt die so raus. Die anderen sind natürlich nicht so rausgefallen, aber die hier ist natürlich jetzt perfekt. Hier habt ihr vorne eine Dichtung drauf, eine O-Ring-Dichtung. Dann eine Unterlegscheibe und dann die Feder. So, und um die Dichtung geht uns jetzt. Wir machen natürlich die Schraube mit der Nadel bzw. mit der Spitze einmal richtig schön mit dem Lappen sauber. Keine Gewalt, nichts, keine Feile. Wirklich nur mit dem Mikrofaserlappen schön abwischen, auf Riefen nochmal kontrollieren. So mache ich es zumindest. Die Feder sieht auch noch ganz gut aus. Die drehe ich aber jetzt in meinem Fall einfach nur um. Und dann haben wir hier die Gummidichtung, der O-Ring, aber der O-Ring ist wie gesagt richtig platt gedrückt, wie man es hier sieht. Also daher wechseln wir den auf jeden Fall aus. So, fangen wir damit an. Holen wir erstmal die Sachen aus dem neuen Vergaser-Reparatur-Kit. Schütteln uns das alles hin hier. So, das kann im Müll. So, und da haben wir jetzt unsere Dichtung. So, hier haben wir noch die Dichtung für den Deckel später. Das machen wir aber gleich. So, ich mache das jetzt so, dass ich ein bisschen Fett auf den Finger nehme. Und einmal so ein bisschen die Nadel damit so ganz leicht eincreme. Nicht die Spitze vorne, die wische ich nochmal sauber. Und dann kommt wieder in umgekehrter Reihenfolge, mal scharf stellen, kommt die Feder rauf, dann kommt die Unterlegscheibe rauf, so dass ihr das seht, Nadel, Unterlegscheibe und dann so ein bisschen mit dem Restfett an der Finger nochmal den O-Ring einschmieren, den neuen, und dann kommt er da vorsichtig auf die Gemischschraube rauf. Ja, jetzt werde ich nicht scharf stellen, so, und dann sieht das so aus. So, jetzt gucken wir trotzdem nochmal mit dem, ich mache es mit dem Wattestäbchen nochmal nach, dass innen drin alles sauber ist. Dazu nehme ich einen Q-Tip, mache ein bisschen Watte vorne ab, mache das innen ein bisschen Benzin und dann gehe ganz voll, ohne Druck, ohne Gewalt, weil wie gesagt, unten der Sitz ist sehr, ah, da kommt schon was raus. Da ist schon was. Da sollte man sehr sensibel sein bei gerade so Nadelsitzen oder Mini-Löcher, wie man dazu sagt. Kurz durchpusten. So, einmal Sichtkontrolle, dass alles sauber ist. Kann man da, vielleicht kann man das dadurch sehen. Hier, da seht ihr, dass das wirklich frei ist und auch von oben sauber und. Na? So. Dann haben wir unsere Gemischschraube. Die lassen wir einfach reinplumpsen. Zack. Und dann drehen wir sie mit Gefühl. Wirklich nur mit Gefühl. Ihr seht, das geht mit drei Fingern. So, jetzt müssen wir oben ein bisschen ganz locker, nur mit zwei Fingern oben. So, jetzt ist sie fest. Jetzt drehen wir sie eine halbe, eine, anderthalb, zwei Umdrehungen raus. So, das war die Gemischschraube. Jetzt kommen wir zum Vergaserdeckel.
ich habe da schon neue Schrauben reingemacht. Original Suzuki haben andere, aber damit die Kreuzschrauben immer beziehungsweise ein paar anfingen auszureißen, habe ich mich dazu entschieden, Sechskantschrauben zu nehmen. Und damit geht das wunderbar, weil ich werde nachher sowieso noch die Kammer öfters mal aufmachen müssen, weil ich mir den Schwimmerstand überprüfe. Und wenn ich den teilweise 5-6 Mal aufschrauben muss und immer wieder anknalle, dann sind die Kreuzschrauben wahrscheinlich auch schnell kaputt. Wie gesagt, deshalb habe ich mich für 6-Kantköpfe entschieden. So, dann können wir hier schon gleich die Deckeldichtung einmal rausnehmen. Hier geht ein bisschen mit Gefühl vor, nicht mit Gewalt, dass man die vielleicht, wenn mal in 100 Jahren irgendwann sein sollte, die noch verwenden kann. Die sind auch noch relativ weich, zwar auch relativ platt, wie man sieht, aber als Ersatz kann man die immer noch gut verwenden. So, jetzt geht es weiter. Jetzt fangen wir hiermit an. Erstmal die Schraube raus, damit wir den Schwimmer abkriegen. Nehmt euch einen Kreuzschraubenzieher, der die richtige Größe hat. Wenn der zu klein ist, nuddelt ihr euch die Schraube aus, und wenn er zu groß ist auch, also schön vorsichtig. Schwimmerventil abziehen. Daran hängt jetzt das Nadelventil. Hopp, das ist jetzt gerade reingefallen. So sieht's aus. Das kommt auch weg. Und jetzt kommt noch der Ventilsitz, oder wie du doch immer heißt, raus. Denkt, wie gesagt, dran, Schraubenzieher mit richtiger Größe. Wenn ihr euch das Ding ausnudelt, habt ihr ein Problem. So, jetzt kommen wir nämlich zu dem Unterschied, was bei mir der Fall war. Gut, der sitzt jetzt relativ fest. Die anderen drei waren so locker, die sind beim Umdrehen rausgefallen, also als ich den Vergaser umgedreht habe. Und die Dichtung, die hier drauf ist, naja, also die ist auch wirklich nicht mehr rund. Die kommt weg. Einmal Sichtkontrolle, dass alles sauber ist, und dann machen wir unser neues Nadelventil mal auf. Ja, wie gesagt, das Video ist halt für die GSX600FAJ-Fahrer. Ich fahre selber eine und habe mir jetzt nach wochenlangem Rumprobieren dieses Set einmal holen müssen, Reparatur-Set, weil jetzt, wie gesagt, alles schon ausprobiert wurde. Ansaugkrümmerdichtungen wurden schon instand gesetzt, beziehungsweise neue Dichtungen geholt, auf Dichtigkeit geprüft, überarbeitet. Und jetzt ist der letzte Schritt so ein Vergaser-Reparatur-Kit. So, jetzt machen wir die O-Ring-Dichtung nochmal über den Ventilsitz. Das ist der hier. Das wird so mitgeliefert. Die muss man selber rüber machen. Wieder leicht mit Fett eincremen. Am besten dafür, denke ich mal, ist Silikoncreme. So, Sichtkontrolle, dass hier alles sauber ist, dass da kein Schmutz, kein Rost, kein Dreck drin ist. In dem Fall sieht es, denke ich mal, ganz gut aus. So. Und jetzt merkt man auch schon, wenn man den reindrückt, dass das saugend reingeht. Also er darf nicht reinfallen und auch nicht mit Gewalt rein, aber wie gesagt, in dem Set ist alles schon so passend. Hier darauf achten, dass die Schraube schön sauber reingeht, nicht schräg, weil, wie gesagt, das ist nur ein Aluminiumgehäuse. Wenn ihr da eine Schraube schief reinhaut, schneidet ihr euch selbst ein Gewinde, und auch die mit Gefühl festschrauben. So, dann kommen wir zur Hauptdüse. Das ist das Stück hier vorne. Wie gesagt, ich hatte die Düsen alle schon mal draußen, habe sie sauber gemacht, auf Gängigkeit geprüft. Hier kann man es auch noch mal sehen. Also die ist sauber, die hat totalen Durchgang, auch von der Seite her. Hier ist alles schicki, bloß halt die Gummidichtung, die nehme ich einfach mit einer Flachzange hier, schnippe ich die ab. Dann habt ihr zwei neue Dichtungen damit drin. Eine brauchen wir nur, eine legen wir uns auf Lager für die nächsten 100 Jahre. Ja, wie gesagt, ein bisschen Fett auf dem Finger, hier einen ganz kleinen Schwupp verteilen und die Dichtung ein bisschen eincremen. Die Hauptdüse einmal am Gewinde ein bisschen abwischen. Wie gesagt, schön gewissenhaft, langsam.
wenn euch irgendwas auffällt, dass noch was anderes kaputt ist oder verdellt oder irgendwas stimmt da nicht oder da ist Dreck dran, dann müsst ihr das natürlich erstmal beheben. So, und dann kommt hier, machen wir scharf, ja, will er nicht. So, und dann kommt hier mit ein bisschen Gefühl, haben wir alles schön eingefettet, kommt der O-Ring hier rüber, macht sich super mit der Kamera hier, naja. Jetzt will er nicht. Na komm schon. Er wehrt sich, er will es nicht. Oh. Aber er muss. So. Schön verteilen, schön eingecremt. Wie gesagt, nicht zu viel Fett, weil zu viel Fett im Vergaser ist garantiert nicht gut. Nochmal gucken, dass die Düsen alle frei sind, dass es alles schicki ist. Sieht so aus. Nochmal den Schieber kontrollieren für die Hauptdüse. Ich stelle euch mal scharf. So. Dass der nicht dreckig ist, der hier drin sich hoch und runter bewegt, wie gesagt. Und hier könnt ihr auch nochmal durchgucken, dass das alles frei ist. Und jetzt kommt die frisch eingecremte O-Ring-Dichtung mit der Düse darin. Ich sitze hier auf dem Balkon bei 8 Grad, deshalb ist das ein bisschen frisch und ein bisschen klamm alles an der Finger. Wie gesagt, ist der letzte Vergaser, die andere habe ich noch. Und mit Gefühl ziehen wir jetzt die Hauptdüse fest. Wie gesagt, hierbei geht es immer um Gefühl. Schön vorsichtig. So. Das war eigentlich schon die drei Haupt-O-Ringe, die wir zu wechseln haben in dem Set. Beziehungsweise mehr sind mir hier nicht aufgefallen. Mehr O-Ring-Dichtung. Jetzt hängen wir hier am Schwimmer, ich zeige euch das mal. Hier am Schwimmer hängen wir jetzt die neue Nadeldüse hier ein. Beziehungsweise nicht Nadeldüse, hier den Benzinzufluss abdichtet, was weiß ich, wie das jetzt genau heißt. So. Und dann drehen wir das auch hier fest, halten das fest mit einer Hand. So, dass da nicht rausrutscht, dass es hier nicht rausfällt, festgehalten und mit Gefühl drehen wir die Schraube fest und auch schön einmal ein bisschen kräftiger, aber wie gesagt mit Gefühl. So, jetzt geht es um die Schwimmerhöhe. Und da habe ich dem Buch entnommen 1,3 plus minus 0,5 mm. In einem anderen Buch stand bis 13,5 bis 15,5 und ich habe mich für das Mittelmaß entschieden zwischen beiden Büchern, also 13,5. Und damit würde ich es ganz gerne erstmal probieren. So, muss man das Fähnchen hier so ein bisschen biegen. Kann sein, dass ihr euer Fähnchen, wie gesagt, nicht biegen müsst. Ich hatte es vorher mit den alten Schwimmernadeln falsch eingestellt. Das merke ich erst jetzt, wo ich die neuen Einbauer, dass das doch ganz schön fernab der Realität war und merke, jetzt bin ich viel zu niedrig. Jetzt muss ich die wieder ein bisschen nachbiegen. So. Und jetzt sieht es schon etwas besser aus. Ja. Der ist ein bisschen anders. Hier, so, der ist ein bisschen höher. Ja, da dippelt es leicht. Und hier sitzt es satt, also noch ein Stückchen runter. Wie gesagt, das ist jetzt ein Geduldsspiel. Den so hinzukriegen, wie man das braucht. Aber ich denke mal, so kann man mit leben. Hier tut sich nicht mehr viel. Hier ist es ein bisschen mehr, aber nun gut. So, dann kommt die neue Dichtung rauf. Ein Deckel. Wie gesagt, der Vergaser wurde vorher schon Ultraschall gereinigt, also der ist definitiv sauber. Und da mache ich das so, dass ich an die Ecken ein bisschen Fett dran mache, nur ein ganz klein bisschen, sozusagen wie so eine Art Haftkleber oder Haftmittel für die Dichtung, weil die sind nämlich neu und die sind leider sehr verformt angekommen.
Und dann, weil wenn ich die sonst reinlege und da nicht zum Haften ranbringe, dann rutschen mir die eventuell beim Auflegen raus und so kann ich sie schön einmal rumlegen. Dann seht ihr, hier habe ich jetzt nämlich nichts dran gemacht. Dann lege ich die so rein und das sollte jetzt auch nach Möglichkeit nichts unten rausfallen. So sollte es sein denn. So, wie gesagt, wir haben Schwimmerstand überprüft, wir haben die Gemischschraube überprüft und Schwimmernadel und Hauptdüse. Kommt das Ding drauf. Und dann kommen wieder die Schräubchen drin. Natürlich mit dem richtigen Bit. Ja, und wie gesagt, jetzt werde ich nochmal den Schwimmerstand überprüfen. Das heißt, ich schließe das hier oben an eine provisorische Benzinzufuhr an. Und dann werden wir mal gucken, weil mir die Vergaser vorher auch immer überliefen. Beziehungsweise nur der dritte. Und deshalb habe ich mich dann dazu entschlossen, einen kompletten Satz neue Dichtung zu holen. Und wie gesagt, die Nadeldüsen. Ja, nun werden wir mal gucken, ob wir damit das Problem behoben haben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und tschüss.